Flughafen Köln-Bonn. Ein Fahrer des Literaturfestes Lit Cologne erwartet Senta Berger. Sie wird an diesem Abend in der Oper auftreten und einen von ihr verfassten Text lesen. Er ist Teil eines Buches mit dem Titel »Ein Traum von Musik«, das ihre Freundin Elke Heidenreich herausgegeben hat. Senta Berger hat vor 4 Jahren ihre Autobiografie geschrieben. Die Kritiken waren gut. Wesentlich länger schon tourt sie mit Lesungen durch das Land. Vor Sälen mit bis zu 1000 Zuschauern aufzutreten, fällt ihr nicht unbedingt leicht. Beim ersten Mal wollte sie noch kurz vor Beginn aus dem Fenster fliehen. Also so bleiern wie damals und so tiefgreifend, so magentiefgreifend ist es nicht mehr. Aber es grummelt schon immer noch in mir. Es ist ja auch oft so, wenn man eine Lesetournee macht, wie ich es ja öfter mache, also mehrere Vorstellungen hintereinander, dann geht man vom Hotel eigentlich meistens erst um 19 Uhr los und im Winter haben alle Wohnungen und Häuser schon in ihrem Wohnzimmer ein warmes Licht angemacht und du tust dir wahnsinnig leid, durch diese dunklen Straßen zum Henkesblock geführt zu werden. Du kannst nicht aus. Das ist so ein Gefühl wie, ach, warum mache ich das? Und dann aber ist es komisch, dann ich richte die Bühne, es kommt der Inspizient, er sagt, Achtung, stürzen Sie da nicht, da ist eine Treppe, danke, Sie treten von links auf, ich gebe Ihnen ein Zeichen. Das ist so ein Ritual, schon dieses Ritual, in dem erkenne ich mich wieder und mein ganzes Leben und das beruhigt mich ungemein. Nun lesen Sie heute einen Text über Ihren Vater. Ist das eine besondere Herausforderung? Berührt Sie das besonders? Ich fürchte, es berührt mich sehr. Ich habe versucht, jetzt einmal diese Geschichte, die ich über meinen Vater geschrieben habe, laut zu lesen. Und ich muss sehr aufpassen, dass ich es wirklich kann. Es geht mir sehr nahe. Es geht mir sehr nahe. Also schreiben, das kann man, aber darüber reden fällt mir schon schwer. Und den Text jetzt laut lesen, da kommen so viele Bilder wieder zurück, die mich überwältigen. Also ich werde mich sehr zusammennehmen und das kann ich ja auch. Das muss ich ja auch können, wenn ich heute Abend diesen Text lese. Wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung werden die Bühnenpositionen festgelegt, die Instrumente gestimmt. Elke Heidenreich, bekannt als Autorin, Literaturkritikerin und Kabarettistin mit losem Mundwerk, wird den Abend moderieren. Ein Wort zu Senta Bergers Qualität als Autorin. Ich wusste nicht, wie gut sie ist, aber dass sie gut ist, wusste ich. Ich habe ja immer, wir sind beide große Briefeschreiberinnen. Da wir uns so selten gesehen haben, haben wir immer Briefe geschrieben, nicht Mails, richtig Briefe mit Tinte und Hand. Und ich wusste, wie wunderbar sie schreiben kann und wie schön sie erzählen kann. Und ich habe sie immer ermuntert, schreib, schreib. Und sie hat immer gesagt, ich kann das nicht. Senta hat gar nicht so viel Selbstbewusstsein, wie man denkt, trotz all dieser tollen Dinge, die sie kann. Man muss sie immer ermuntern. Und dann hat sie angefangen zu schreiben und da war ich dann auch baff, wie schön das war. Sie hat einen melancholischen Witz, einen sehr guten Stil. Also ich finde alles großartig. Sie ist wirklich eine Schriftstellerin und nicht eine Schauspielerin, die Memoiren schreibt. Sie kann wirklich schreiben und ich wünschte mir, das würde sie noch öfter tun. Und du beantwortest es auch noch, wie du gefilmt hast. Und das ist also das Haus. Das ist die Oper. Warst du schon mal drin hier? Nein, nein. Und schau mal, hier wirst du sitzen gleich. Wie geht's dir? Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Lehn dich mal gemütlich an. Versuch das kann mal. Ich nicht. Ehrlich nicht? Na, warum auch? Du kannst dich doch anlehnen. Ist doch keine gemütliche Geschichte. Hase, du sitzt hier, du liest die längste Geschichte. Das sieht so aus wie eine Clownsnase, wenn man das dann hier hat. Bisschen tiefer für dich? So. Das geht schon, das geht schon, das geht Bist schon. Du mit den Strichen einverstanden? Sehr. Verstehst du sie, warum Natürlich. Ich die mache? Habe ich dir auch geschrieben. Schon Gehst du heute Abend gar nicht mit uns saufen? Kann ich nicht, ich kann erst morgen. Senta und ich sind beide sehr direkt, sehr gerade raus. Senta auch, sie ist nur etwas vornehmer immer in allem als ich. Ich bin noch polteriger und noch undiplomatischer. Senta ist natürlich viel schöner als ich und kann sich schöner kämmen, aber darüber lachen wir auch immer. Aber in unserem Wesen, mit unserer Liebe zur Musik, zur Literatur, zu Katzen, mit unseren langjährigen Freunden und Freundschaften sind wir uns schon in vielen auch sehr, sehr ähnlich. Für den Vater Berg. Ja, das ist schön. Ach, der Vater Berg.
Mein Vater wies sich immer mehr eine Sonderstellung innerhalb der Familie zu. Er wurde als Eigenbrötler, als Masochist, als Egoist bezeichnet und das war er auch. Vor allem aber war er unendlich einsam. Ganz selten setzte er sich an das Klavier, aber niemals, wenn wir in der Wohnung waren. Wir hörten ihn spielen beim Heimkommen, im Treppenhaus. Er brach sofort ab, wenn wir die Wohnungstür öffneten. Am Küchentisch saß er mit uns beim Essen, ohne ein Wort zu sprechen, und seine linke Hand spielte unaufhörlich auf dem Tischtuch Skalen und Akkorde. Ich hätte so gerne seine Hand genommen, gestreichelt, zur Ruhe gebracht. Aber ich konnte meinen Trotz nicht durchbrechen und er nicht seine Verzweiflung.